Und wir wollen uns jetzt eine grafische Notation überlegen, mithilfe derer wir die Turing-Maschinen relativ einfach beschreiben können und dann auch relativ einfach mächtige Turing-Maschinen beschreiben können. Und zwar, wir stellen eine Turing-Maschine als sogenanntes Flussdiagramm dar. Und zwar bauen wir das jetzt sozusagen so mehr oder weniger auch induktiv auf. Das heißt, wir fangen mit kleinen Maschinen an und überlegen uns dann, wie wir sozusagen elementare Maschine zu einer komplexeren Maschine zusammensetzen können. L beschreibt eine Turing-Maschine, die genau einen Schritt durchführt, nämlich einmal nach links geht. Das gleiche für rechts. Das sind schon mal zwei ganz elementare Turing-Maschinen. Ein Schritt nach links gehen, ein Schritt nach rechts. Dann die Turing-Maschine mit dem, ich nenne es klein a, wobei a ein Zeichen aus dem Bandalphabet ist, die druckt einfach an der aktuellen Stelle das Zeichen a. Das sind unsere drei elementaren Maschinen. Nach links gehen, nach rechts gehen und ein a-Druck. So, und jetzt werden wir die sozusagen zusammenfassen, die Programme von Turing-Maschinen. Wenn wir jetzt sagen, beispielsweise die Hintereinanderausführung. Wenn ich jetzt zwei Turing-Maschinen habe, M1, M2, dann beschreibt dieses Ding hier, M1, Pfeil M2 oder kurz, dann beschreibt einfach das Ding hier die Hintereinanderausführung von M1, M2. Das heißt, erst wird M1 angewendet und mit dem dann resultierenden Bandinhalt arbeitet M2 weiter. Wenn M1 den Haltezustand erreicht, dann muss man sich das vorstellen wie so ein Zwischenzustand. Ja, die Maschine hält dann natürlich insgesamt nicht an, sondern macht dann an dieser Stelle weiter. Um irgendwie die Startposition zu kennzeichnen, macht man meistens noch irgendwie so einen kleinen Haken davor. Ja, das ist für mich sozusagen der Startpunkt, weil wir werden dann irgendwie so mächtigere Diagramme gleich malen, wo es wichtig ist, dass man weiß, wo man auch losläuft. Bedingte Verzweigung, if-Abfrage. Was ist hier auch ganz hilfreich, dass man sagt, es wird erst M1 ausgeführt und wenn dann das aktuelle Bandzeichen, das kleine a ist, nur dann wird M2 ausgeführt. Dann kann ich natürlich auch sowas machen, auch bedingte Verzweigung. Das heißt, ich führe erst M aus und wenn dann das aktuelle Zeichen a ist, dann führe ich M1 aus. Wenn dann das aktuelle Zeichen b ist, führe ich halt M2 aus. Was wir auch verwenden, Platzhalter. Das ist wie so eine Variable. Wenn wir beispielsweise sowas schreiben. Wir führen erst M1 aus, wenn dann das Zeichen jetzt hier abstrakt Sigma anliegt, führen dann M2 aus und diese Sigma merken wir uns sozusagen. Und das dann hier nochmal schreiben wollen. Ist manchmal so der Fall, dass man sagt, okay, in Abhängigkeit des aktuellen Zeichens, das merke ich mir, muss es dann an späterer Stelle nochmal wieder verwenden. Das ist sozusagen eine Anwendung dann dieser Situation hier, dass ich einfach ein beliebiges Bandzeichen schreibe. Das verwendet man auch häufig in so einer Konstellation. Ich führe M1 aus und wenn das aktuelle Zeichen dann ungleich dem Blank ist, dann führe ich M2 aus. Ja, und um es dann beispielsweise nochmal zu schreiben. Also sowas ist hier auch möglich an diesen Hintereinanderschaltungen von zwei Turing-Maschinen. Ich verwende hier irgendwie so einen Platzhalter bzw. verknüpfe eine Bedingung damit. Auch sowas geht hier, dass ich da oben an den Pfeil im Prinzip mehrere Zeichen dran schreibe. Ja, M1 wird ausgeführt und wenn dann das aktuelle Zeichen A oder B ist, führe ich M2 aus. Ich kann da auch beliebig viele Zeichen hinschreiben. Und was ich natürlich auch machen kann, dass ich sage, so, ich springe wieder zurück. Ja, ich kann jetzt beliebig Pfeile setzen. Gucken wir uns mal ein einfaches Beispiel an. Das ist ein Turing-Maschinenprogramm. Gehen wir da mal ganz kurz durch. Was macht die Turing-Maschine? Also die arbeitet auf den natürlichen Zahlen, angedeutet hier diese Striche. Und sagen wir mal, die Eingabe ist die folgende. Einmal drei Striche, einmal zwei Striche. So, gehen wir da einfach mal durch. Was passiert? Wir laufen zum nächsten Schritt nach links. Ist das hier. In Abhängigkeit des dann anliegenden Zeichens, wenn das ein Strich ist, gehen wir hier hin. Wenn es ein Blank ist, gehen wir hier hin. So, wenn wir einen Schritt nach links gehen, haben wir einen Strich anliegen. Das heißt, wir gehen nochmal nach links. Und das machen wir, solange wir Blanks Striche lesen. Das bedeutet diese Schleife hier. Ja, also das erste hier, wir laufen so lange nach links, bis wir alle Striche überlesen haben. Das heißt, dann sind wir in irgendeinem Zustand. Ich brauche jetzt die Zustände gar nicht mehr explizit aufführen. Ich schreibe jetzt einfach immer Q hin. Wie der genau heißt, ist völlig unwichtig. Das heißt, wir haben das Ding erreicht, sind hier. Wir sind an dieser Stelle. So, wenn wir dann einen Blank haben, dann überschreiben wir das Blank mit einem Strich und gehen einen Schritt nach rechts. Sind jetzt hier. An dieser Stelle, solange wir einen Blank lesen, laufen wir weiter nach rechts. Das heißt, wir kommen dann zu einer Situation, sind wir hier. Dann haben wir einen Blank, gehen einen Schritt nach links, überschreiben das aktuelle Zeichen durch einen Blank und halten an. Das heißt, was passiert, ist das folgende. Aus der Konfiguration wird die Konfiguration. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben im Prinzip eine Turing-Maschine, die zwei natürliche Zahlen addiert. Ja? Also wir laufen hier, indem wir die so hinschreiben, ja, laufen einmal bis zur Mitte, überschreiben das Zeichen durch einen Strich und einen Strich dafür am Ende machen wir wieder weg. Das ist diese Operation hier. Noch ein paar weitere elementare Turing-Maschinen, und zwar Turing-Maschinen für Kopfbewegungen oder für Suchen. R und ein Blank, damit bezeichne ich die Turing-Maschine, die bis zum ersten Blank läuft, rechts von der aktuellen Position. Wie sieht das Ding denn aus? Wir laufen nach rechts, solange das aktuelle Zeichen ungleich dem Blank ist. Das gleiche dann für L und ein Raute. Und sagen wir mal, wir sind an dieser Stelle und wir möchten jetzt sozusagen hier bis zum nächsten Blank springen.
dann können wir das zukünftig einsetzen. Ich hatte eben gesagt, so, wir werden uns relativ schnell von dem Assembler verabschieden. Ja, das ist sozusagen jetzt eine Ebene höher schon. Ja, auch das müsste ich jetzt eigentlich programmieren hier, dieses Dingen. Aber wir können halt jetzt hier sozusagen einfach diese Abkürzung verwenden. R unten Raute oder R unten Blank. Ja, wir laufen bis zum Blank rechts von der aktuellen Position. Ja, und das würden wir hier machen, wir laufen nach rechts und solange das Zeichen ungleich Blank ist, laufen wir immer weiter nach rechts. Und wenn wir dann auf dem Blank gelandet sind, halten wir an. Das setzt diese Funktion um und die können wir zukünftig so verwenden, genau das gleiche, wenn wir nach links laufen wollen.